Erst der Sport, dann das Süße. Denn bevor sich entspannt zurückgelehnt und die Vorweihnachtszeit mit Zimtsternen und Lebkuchen verbracht werden kann, wird gelaufen. Der SC Tegeler Forst lädt zum 66. Herbstwaldlauf auf dem Sportplatz an der Heidenheimer Straße, um die Laufsaison 2021 gebührend abzuschließen. Es hat Spaß gemacht, dann ging es mal hoch und dann ging es mal wieder doll runter. Und ja, es war sehr abwechslungsreich und das hat den Spaß tatsächlich ausgemacht. Und der Andrang ist groß. Nachdem der Lauf letztes Jahr abgesagt werden musste, sind nur noch einmal über 1000 Anmeldungen für insgesamt 6 Laufkategorien eingegangen. Ein großes Highlight ist auch dieses Jahr wieder der Familienlauf. Hier absolvieren mindestens 3 Mitglieder eines Haushalts, am besten generationenübergreifend, die 1,9 Kilometer lange Strecke gemeinsam und müssen auch zusammen die Ziellinie überqueren. Ja, auf jeden Fall schweißt das zusammen. Ne? Das ist ja nicht so üblich, dass, oder manche machen das ja gar nicht, weil sie es gesundheitlich auch vielleicht gar nicht können. Ja. Eine Stunde später ist es dann auch endlich für die Starterinnen und Starter des Hauptlaufs soweit. Für sie geht es dann 11 Kilometer durch den Tegeler Forst. Zwar sind die Steigungen der Forst- und Wanderwege nicht ganz so gemein wie bei der Sega-Serie, doch sie haben es trotzdem in sich. Umso schöner ist es dann, wenn man sich im Anschluss die wohlverdiente Medaille um den Hals hängen und sich Nikolaus oder Stollen schmecken lassen darf. Auch soziales Engagement wird großgeschrieben, denn kein Meter weiter findet, passend zur Vorweihnachtszeit, eine Geld- und Kleidersammelaktion statt. Wir möchten in den Albatros-Flüchtlingsunterkünften ein Sportangebot durchführen und sammeln jetzt Geld für Sportgeräte und auch alte Sportklamotten, die wir weitergeben können. Gleichzeitig versucht der Verein, seine Events immer nachhaltiger zu gestalten. Das bedeutet, keine Plastikbecher mehr bei der Getränkeausgabe, wiederverwendbare Startnummern und für den heimischen Wald sollen neue Bäume gepflanzt werden. Allerdings ist dies mit einer kleinen, aber feinen Challenge verbunden, die vom 1. bis zum 24. Dezember läuft. Ganz einfach registrieren bei Strava, kann jeder mitmachen. Laufen, rennen oder walken ist kein Problem. Und dann werden für alle 500 gelaufenen Kilometer ein Baum gespendet vom Verein. Diese wertvolle und vor allem nachhaltige Arbeit soll 2022 bei den alljährlichen Cross- und Stadtläufen des SC Tegeler Forst natürlich fortgesetzt werden. Bis es soweit ist, müssen wir uns zwar noch ein wenig gedulden, doch möglicherweise lässt sich die Zeit bei Kerzenschein und mit dem ein oder anderen Stück Stollen etwas besser gestalten.